So, hallo und herzlich willkommen am Schreibtisch. Interessante Lichtsituation gerade. Ist schwierig, die Sonne scheint da mehr oder weniger direkt ins Fenster. Entweder ich mache eine Rolle an runter, ich mache es nicht und was auch immer. Ja, wie man es macht, ist doof. Ich muss am Schreibtisch sitzen, brauche den Computer, um da noch ein paar Zahlen nachzugucken gleich. Daher, nur damit ihr Bescheid wisst. Und eine häufige Frage, als ich das letzte Mal hier saß, diese Urkunden da, das ist Taekwondo. Ja, ich hatte mal da etwas Ambitionen und hat dann auch mal ein bisschen einen höheren Gürtel und habe auch ein paar Wettkämpfen mitgemacht. Das ist alles lange her. Ich habe mich gefreut über die Urkunden, deswegen hängen die dann auch immer. Ist eine schöne Erinnerung, war eine tolle Zeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, so, nur falls jemand nochmal fragt. Ich hatte euch ja gefragt, was ich machen soll hinsichtlich YouTube. Wie soll es weitergehen? Darf ich Werbung schalten? Darf ich nicht Werbung schalten? Darf ich, ist zugegebenermaßen ein bisschen eine blöde Formulierung. Klar ist das auch irgendwo meine Entscheidung. Ein paar haben auch in die Kommentare geschrieben, ist auch deine Entscheidung. Ja, aber wenn ich sie selber hätte treffen wollen oder können oder möchten, dann hätte ich es gemacht und dann hätte ich euch nicht gefragt. Und deswegen bin ich sehr dankbar für alle, die da irgendwie irgendeine Meinung dazu hatten. Mit Ausnahme von denen, die mich doof finden und mir das auch als Meinung mitteilen wollten. Das Schöne daran ist, sowas basiert immer auf Gegenseitigkeit. Ja, ich finde euch auch doof. Herzliche Grüße. So, ansonsten nochmal vielen herzlichen Dank an die anderen, die eben da in irgendeiner Form mir weitergeholfen haben. Und die haben mir sehr, sehr weitergeholfen. Ich bin begeistert von der Rückmeldung, dem Umfang der Rückmeldung, die ihr abgeliefert habt. Das war wirklich krass. Besonderen Dank grundsätzlich Dank, ja. Aber ich möchte nochmal schnell hervorheben, weil mir das wirklich, wirklich gut gefallen hat. Drei Kategorien von Kommentaren. Ich habe es mir dann irgendwann mal ein bisschen geistig sortiert, weil es waren so viele. Erstens, die Geschlechtsgenossen, die irgendeinen Kumpel-Kommentar abgelassen haben im Bereich wie "Mach mal, Bro!" Irgend sowas, was im Ansatz in diese Formulierung geht. Das war mir immer ein persönliches herzlichen Dank. Mach ich. Geht klar. Ja, beziehungsweise berücksichtige ich entsprechend. Es hat sich dann darauf hinaus bewegt, dass ich einen Teil, das kann ich euch gleich mal verraten, einen Teil tatsächlich umsetze der Ideen, die ich hatte beim letzten Mal, einen anderen Teil entsprechend nicht. Aber diese ganz kurzen "Hau rein!" Kommentare, so männlich kurz, das hat mir irgendwie super gut gefallen. Ne? Also bei allen Stereotypen Männereigenschaften sich kurz fassen, gehört ja nicht unbedingt zu meinen. Gut, dann das nächste, wo ich mich besonders für bedanken möchte, sind die Leute, die sich die Mühe gemacht haben, etwas längeren oder sogar richtig, richtig, richtig langen Text, auch gerne per Mail, entsprechend verfasst zu haben, mir geschickt zu haben. Ich habe dann irgendwann aufgegeben, da antworten zu wollen. Es waren so viele. Ich habe mir aber große Mühe gegeben, alles zu lesen und ich möchte behaupten, ich glaube, ich habe wirklich alles gelesen. Ich kann es nicht wissen, dafür war es zu viel, aber ich glaube sehr stark dran, dass ich alles gelesen habe und gerade die wirklich tollen Ausführungen von euch, auch mit ganz vielen super tollen Literaturzitaten, das kam erstaunlich häufig, fand ich toll, großartig, ja, grundsätzlich sowieso immer, aber auch in diesem Zusammenhang hat das richtig Spaß gemacht und philosophischen Abhandlungen zu dem Thema, auch das sehr, sehr hilfreich und da werde ich noch länger drüber nachdenken, das war, glaube ich, mit einer der längsten Kommentare, die ich jemals bekommen habe, die besagte philosophische Abhandlung. Ich will auch nicht weiter drauf rumreiten. Ne? Außer demjenigen, der es geschrieben hat, weiß sowieso wahrscheinlich nicht allzu viele Leute, was da drin gestanden hat. Ja. Die schiere Menge hat mich ziemlich umgehauen. Und es hat auch funktioniert, ja. Also wenn ihr euch kritisch damit auseinandergesetzt habt, eben mit der Frage, die mich ja so geplagt hat, dann habe ich das auch immer in meine eigenen Überlegungen, also ich habe es zumindest sehr stark versucht, in meine eigenen Überlegungen mit einfließen lassen und möchte mich ganz klar auch von den Leuten, denen ich das persönlich übel nehme, distanzieren, die gesagt haben, meine Entscheidung würde ja eh schon feststehen und ich möchte nur so eine Pseudo-Legitimierung meiner bösen, bösen Entscheidung jetzt hier einen auf Commerzband zu machen haben.
Ich möchte schon gern eine Legitimierung, aber das Pseudo lasst bitte weg. Das war mein Ernst. Ich hätte das, hättet ihr gesagt, finde ich ganz scheiße, lasst das bloß sein. Wir sind hier ein Haufen von Werbegegnern, die nur im Wald rumrennen wollen und mit Lendenschurz und allem Pipapo und finden grundsätzlich jeden Verdienst, den du hast, blöd oder was auch immer ihr in diese Richtung gesagt hättet, ne? Er wäre das nicht so eindeutig ausgefallen, wie es jetzt ist. Das sehen wir dann nachher gleich an den Zahlen. Dann hätte ich das auch anders gemacht. Und im Fall Amazon habe ich ja immer noch keine Affiliate-Links. Ihr könnt sie suchen, ihr werdet sie nicht finden. Es gibt sie nämlich nicht. Das mag sich vielleicht mal irgendwann noch ändern. Aber es gab doch so viel, was interessant gewesen ist und ein paar Details zu Amazon-Praktiken, die ich noch gar nicht kannte, dass ich mich da einfach noch mal mehr schlau machen muss. Ich habe auf den ersten Blick nicht so viel gefunden, weshalb die böse sind. Ich meine, ich bin davon überzeugt, dass die böse sind. YouTube ist auch böse, Google böse, ich böse, ihr böse, alle böse. Niemand ist Jesus. Ja, davon mal abgesehen. Aber trotzdem, nur weil man schlecht ein gut Mensch wirklich sein kann, muss man ja nicht unbedingt jeden Versuch aufgeben, kein schlecht Mensch zu sein. Und das wäre so mein persönliches Ding. Haben sich auch ein paar Leute beschwert, dass ich mir viel zu viele Gedanken über das Thema mache und gefälligst jeder andere, der halbwegs in der Wirtschaft ist, würde sofort auch die Kohle mitnehmen und so weiter und so fort. Ja, ist ja in Ordnung. Ne? Mach mir halt da schon vielleicht auch ein bisschen zu viele Gedanken, das mag sein, aber es war jedenfalls ehrlich und ich möchte mich wirklich nochmal meinen Unmut darüber äußern für die 3-4 Leute. Das waren gar nicht viele, das waren wirklich, glaube ich, 3 oder 4, die mir hier irgendwelche bösen, manipulativen Absichten unterstellt haben. Das nehme ich euch persönlich übel. So, zu den Zahlen, jetzt, yay! Wir haben 1000 Teilnehmer, die an der Umfrage mitgemacht haben. Warum sind das 1000? Aber bei 1000 der Deckel ist und mehr geht nicht. Dann hätte man irgendwie Geld bezahlen müssen, damit Doodle noch mehr Leute zulässt oder was auch immer, keine Ahnung. Jedenfalls, 1000 reicht. Lässt sich auch gut auswerten dann, wenn die Umfrage nicht scheiße gewesen wäre. Denn folgendes Problem, die Umfrage war scheiße. Das ist bei meinen Doodle-Umfragen ja gute alte Tradition, dass die immer ein bisschen lustig, aber halt scheiße sind. Und überhaupt nicht wissenschaftlich, denn man konnte ja theoretisch alles ankreuzen. Dann hast du natürlich enorme Verwirrung gestiftet, weil du dann einerseits meinst, dass ich jede Menge Werbung machen darf, gleichzeitig aber auch sagst, dass ich ein schuftiger Schuft bin, was sich gegenseitig ausschließt, weil mit dem schuftigen Schuft geht ja einher, dass du nie wieder was mit mir zu tun haben möchtest. Außerdem magst du dann Currywurst und Schnitzel und das ist nun wirklich eine Situation, damit kann man, das kann man doch nicht miteinander vergleichen. Das sind doch zwei hervorragende Dinge. Ich gebe zu, beides ist lecker, ja, aber man muss doch im Leben eine Entscheidung treffen können zwischen Currywurst und Schnitzel. Nee. Die Umfrage war halt wirklich Murks größtes Problem, dass man die Negativoption hinsichtlich der Frage, ob Amazon Affiliate Link oder nicht, nicht als solche erkennen konnte. Nämlich gedacht war eigentlich der blöde Spruch, lass dich nicht mit dem Teufel ein, der ist böse. Das sollte bedeuten, mach keine Amazon Affiliate Links. Weil ich aus irgendeinem Anflug von Dämlichkeit gedacht habe, ihr kapiert, dass ich mit dem Teufel Amazon meine. Quatsch, ne? Ist natürlich doof. Hätte ich ja selber nicht gecheckt, wenn ich es nicht geschrieben hätte. Muss also ein kleiner Anflug der Verwirrung in meinem Hirn gewesen sein, als ich das verfasst habe. Das kommt häufiger mal vor, meistens merkt ihr es nicht. Man kann es auch rausschneiden, wisst ihr. So, und der kleine Amazon-Link, das wäre also die mildere Zustimmungsvariante für Amazon gewesen. Und der Offensiv-Verlinken-Dingerich, also sprich die Variante, mach ruhig wirklich aktiv Werbung für ein Produkt, was auf Amazon zu kaufen gibt und dann kaufen wir das und dann bist du reich, so in dem Stil, die schließen sich auch nicht gegenseitig aus. Und manche Leute haben dann eben, um zu bekräftigen, dass sie wirklich kein Problem mit der Variante offensive Amazon-Werbung haben, den milde Amazon-Werbung-Dingerich gar nicht angeklickt. Ja, das bedeutet, ich habe jetzt vermutlich weniger Klicks auf den kleinen Amazon-Link, den eigentlich niemand stören dürfte.
Es sei denn, man ist kompletter Amazon-Verweigerer oder sowas in diese Richtung, was ja auch okay ist, absolut. Der hätte wahrscheinlich mehr Klicks, wenn es die andere Option nicht gäbe. Und dadurch, dass die beiden eben beide anklickbar sind, hat das für viele Leute, ich sehe ja, was ihr jeweils angeklickt habt, ne? Also unter eurem teilweise extrem witzigen Pseudonym. Mein Favorit ist die Knusperfee. Knusperfee. Ja, egal. Ja, das führt halt also jetzt dazu, um mal wirklich ein paar Zahlen zu nennen, dass 40 Leute auf Lass dich nicht mit dem Teufel eingeklickt haben. 593 Leute von 1000 natürlich jeweils auf ein kleiner Amazon-Link tut nicht weh. Und 604, also ein paar mehr als beim kleinen Amazon-Link, eben auf den offensives Verlinken und darauf hinweisen, dass du diesen Hut auch auf Amazon kaufen kannst und dass das halt ein Affiliate-Link ist und so weiter und so fort. Ja, de facto habe ich damit kein klares Bild. Aber was ich habe, ist eben die Tatsache, dass nur in Anführungszeichen 60% derjenigen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, ein offensives Verlinken auf Amazon okay finden. Ja? Nur in Anführungszeichen 60%. So, da ich selber auch so ein bisschen Schwierigkeiten eben doch immer noch mit Amazon habe, auch wenn ich gerne versuche, mir die selbst ein bisschen wegzureden, weil ich sie eigentlich nicht haben möchte, weil es halt schon wahrscheinlich eine gute Einkommensquelle wäre. Kann ich die brauchen? Ja, die kann ich brauchen. Aber wenn nur, in Anführungszeichen, wie gesagt, nur 60% das okay finden und 40% entweder es nicht okay finden oder sich enthalten wollen, weil sie ja gar keine wirklich erkennbare Option hatten, auf nicht okay zu klicken, dann reicht mir das nicht. Das reicht mir schlicht nicht. Und ihr habt ja auch viele gute Argumente in die Kommentare geschrieben, weshalb ich das mit dem Amazon-Gedönse noch mal ein bisschen überdenken möchte, sollte. Und genau das werde ich auch tun. Und deswegen gibt es jetzt erstmal keinen Affiliate-Link. Das ist natürlich schade für diejenigen, die wirklich sehnsüchtig darauf gewartet haben. Da gab es nämlich jetzt in den folgenden Videos auch schon ein paar Kommentare. Wo ist denn der Affiliate-Link? Ich will einen Affiliate-Link. Das ist sehr, 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 sehr nett. Ich finde das wirklich toll, dass da so ein Bedürfnis vorhanden ist, mir ein paar Euro zukommen zu lassen, die euch nicht wehtun. Ich denke auch echt nochmal drüber nach. Ja, versprochen. Aber vorläufig ist da das Engelchen stärker als das Teufelchen auf der Schulter. Die Frage der Werbung. Amazon haben wir jetzt also abgehakt. Werbung auf YouTube, da ist das Ergebnis hingegen ziemlich eindeutig und da war meine Umfrage auch nicht ganz so scheiße, weil meine Umfrage ja eindeutig drei Punkte hat, die man anklicken kann, wenn man A dafür ist, B dagegen ist oder C es einem egal ist und oder man einen Adblocker hat. Ich vermute mal, dass die Leute, denen es egal war, die aber keinen Adblocker haben, trotzdem auf mir egal Adblocker gedrückt haben. Hoffe ich. Ja? Oder sie haben einfach gar nichts gedrückt. Das geht selbstverständlich auch. Jedenfalls von denjenigen, die was gedrückt haben hinsichtlich der Frage nach der YouTube-Werbung, kann ich jetzt sagen, dass 77% bisschen Werbung okay bis absolut gerechtfertigt, bis hin zu du bist bescheuert, dass du das nicht schon längst gemacht hast, finden. Ja, irgendwo in diesem Kontinuum. Ich soll also machen. Ja, 18%, denen ist es wurscht, weil die haben einen Adblocker, wünschen teilweise viel Spaß mit der Werbung oder viel Erfolg oder sagen schlicht, ist mir doch völlig egal. Okay. Ja, ich bin jetzt nicht so selbstzerstörerisch, dass ich jedem rate, sich einen Adblocker zu installieren. Ich habe selbst auch keinen. Das hat auch Gründe. Ich persönlich möchte auch gerne die Leute, bei denen ich wirklich gerne die Videos gucke, da möchte ich auch gerne mit dem bisschen Werbung, was die dann schalten. Ich gucke niemanden, der viel Werbung schaltet. Ich weiß auch warum, weil das geht mir dann auch auf den Sack. Ne? Aber bei denen, die wenig Werbung schalten, die ich sehr gerne anschaue, denen gönne ich dann auch die paar Cent Werbeeinnahmen. Deswegen habe ich selber auch keinen Adblocker. Wer halt so ein Ding hat, der hat einen. Das macht dich jetzt nicht zum schlechten Mensch und die nehmen dir das auch nicht übel. Ja, aber ich sage jetzt auch nicht, dass ich das besonders toll finde.
So sehr ins eigene Bein säge ich mir dann auch nicht. Gut, und 5% haben gesagt, bitte keine Werbung. Aus verschiedenen Gründen. 2, 3 waren ganz gut. Die meisten waren, ja, kann man so sehen. Und ein paar waren auch schlicht und ergreifend bescheuert. Aber da muss ich mich jetzt nicht drüber aufregen. Gut, das heißt, wir haben 95% derjenigen, die an der Umfrage teilgenommen haben, die eben kein Problem mit Werbung, mindestens kein Problem mit Werbung haben. Und das ist schon eine Umfrage wert, den ich sehr überzeugend finde. Und da ich selbst eben auch nicht das Riesenproblem mit der YouTube-Werbung mehr habe, muss ich sagen, uns auch einfach fair finde, wenn YouTube jetzt, nachdem sie mir, was weiß ich, wie viele Terabyte an Speicherplatz für meine Videos zur Verfügung gestellt haben, für die ich nicht einen Cent jemals irgendwie berappen musste und sie mir auch nie in irgendeiner Form ans Bein gepinkelt haben, muss ich auch noch dazu fügen. Ne? Es gab nie irgendeine Beschwerde, dass irgendeines meiner Videos für irgendwas nicht angemessen gewesen wäre, dass ich irgendwie böse Worte verwendet habe, dass ich irgendwie gegen die Nutzerrichtlinien verstoßen hätte, nichts dergleichen. Niemals. Also ich habe einen sauberen Kanal quasi. Und nach den Jahren jetzt inzwischen, die ich eben diese YouTube-Plattform nutzen kann, so viel ich lustig bin, und ich bin ja ziemlich viel lustig, und die haben noch nicht einen einzigen Cent mit mir verdient, also direkt mit mir, finde ich es einfach auch irgendwo fair, dass sich das jetzt langsam mal ändert und dass wir beide, also sowohl YouTube als auch ich, eben aus dieser Zusammenarbeit dann auch einen gewissen wirtschaftlichen Nutzen ziehen können. Wobei ich hatte schon vorher schon auch einen wirtschaftlichen Nutzen, ne? Die Videos, die ich mache, sind natürlich auch Werbung für meine Person. Und wer das noch nicht mitbekommen hat, ich mache auch Waldführungen, ich habe auch eine Patreon-Seite. Und wenn man halt eben begeistert ist von dem, was ich so tue, dann gibt es da schon Möglichkeiten, dass es mir was bringt, dann auch finanziell, dass ihr mich kennt, weil ihr meine Videos geguckt habt. Ja, also Werbung für mich sind die schon seit Jahren. Werbung für andere Leute bisher halt eben, also bis jetzt vor ein paar Tagen noch nicht. Ja, das hat sich jetzt geändert. Das ist so richtig super happy bin ich damit nicht, aber die Zahlen, die so langsam auftauchen und sich nach oben bewegen, die gefallen mir schon. Ja, ganz ehrlich, auch ich esse gerne. Also ich esse gerne. Man sieht es mir teilweise leider auch an. Und die Option auf mehr Essen, die macht schon Spaß. Oder andere Dinge, die man logischerweise mit Geld anfangen kann. Und ja, ich habe ja auch gesagt, ich würde dann natürlich mehr rumfahren und in mehr entlegenen Gegenden dann auch entsprechende Videos machen oder das Ganze in Kameratechnik oder was auch immer investieren. Natürlich zu einem gewissen Teil, wenn das jetzt richtig, richtig viel wird, dann nehme ich mir zwischendrin auch mal eine Currywurst. Ne? Aber ja, also das gilt weiterhin. Wenn ich mehr Kohle habe, dann mache ich auch garantiert mehr Fahrten in der Gegend und werde dann auch entsprechend da natürlich Videomaterial mitbringen. Die Frage nach Currywurst oder Schnitzel, die ist selbstverständlich auch noch essentiell. Der Schnitzel hat gewonnen mit 338 Stimmen, die Currywurst liegt etwas abgeschlagen mit nur 228 Stimmen. Vielleicht hätte ich Schnitzel mit Soße schreiben sollen, dann wäre das Schnitzel hoffentlich weiter in Führung gegangen, weil wir echten Badener, ich bin ja eigentlich Niedersachse, egal, wir echten Badener, wir essen unser Schnitzel gerne mit Soße. Ja, andere Leute finden das furchtbar, insbesondere die Österreicher. Da geben wir uns Mühe, ein Schnitzel zu braten, das so richtig schön knusprig und hauchdünn ist. Und was macht ihr? Ihr kippt Soße drüber. Ja, mit Soße ist alles besser, alles. Ja? Pappkarton, Nudeln, Pizza, egal. So. Jetzt aber, Statistik, ja, Kanalstatistik, hier live, ich würde ja die Kamera draufhalten, aber dann seht ihr den Rest vom Raum, den sollt ihr nicht sehen, weil da sind die ganzen Haufen mit der Unordnung. Also das hier ist für meine Verhältnisse absolut Ordnung, was ihr hier so seht. aber Live-Zahlen, und ich blende euch die mal ein, wo habe ich sie denn, Monetarisierung?
Ja, übrigens interessant, beim YouTube-Studio, also jeder, der einen YouTube-Kanal hat und dann wirklich auch ein paar Abonnenten, der hat das YouTube-Studio und verwendet das auch regelmäßig, also haben tut das glaube ich sowieso jeder, ist egal. Jedenfalls, dieses Ding besteht normalerweise aus den Menüunterpunkten, Details zu den Videos, dafür solltest du halt mindestens ein Video haben, glaube ich, Analytics, braucht man glaube ich auch ein Video dazu, dann den komischen Editor, ich weiß nicht, was der tut, aber den gibt's. Moment, ich muss nochmal zurück. Was gibt's denn da noch? Bin schon wieder eins zu weit. Ja, also das Dashboard, Videos, Playlists, Analytics. Also kann man dann gucken, wie viele Zuschauer man hat und wie viele man verloren hat und dazu bekommen und so weiter. Dann Kommentare, das ist eine Auflistung der Kommentare in chronologischer Reihenfolge. Ganz hilfreich. Untertitel, habe ich noch nie benutzt. Theoretisch könnte man englische Untertitel und das deutsche Video klatschen. Dann gibt's, und das ist jetzt neu und das ist auch spannend, nämlich jetzt, seit ich den Kanal monetarisiert habe, habe ich die Möglichkeit, über den Unterpunkt Urheberrecht, Leute zu finden, die meinen Content geklaut und bei sich hochgeladen haben. Ja, und dann gibt mir YouTube die Möglichkeit, diese entsprechend, also über den Algorithmus irgendwie das gleiche Video, was ich habe, nochmal zu suchen. Und dann finden die das und dann habe ich die Möglichkeit, die Leute anzuschreiben, die meinen Content geklaut haben und zu sagen, du. Und dann schreiben die mir zurück, ja, aber du hast das Zeug doch unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das dürfen wir. Wir müssen nur deinen Namen angeben, wenn wir was von dir geklaut haben. Dann können wir das überall hochladen, auch monetarisiert. Ja, das Leben ist hart, ne? Deswegen kann ich mit dieser Urheberrechtsgeschichte nichts anfangen. Finde es aber wirklich cool, dass es diese Funktion gibt und also da wirklich ein Daumen nach oben für YouTube selbst. Das wusste ich überhaupt nicht, dass das geht. Das finde ich aber echt klasse als Fan vom Urheberrecht per se, ja? Nur, dass halt eben nach wie vor meine Videos unter Creative Commons laufen. Das liegt einfach daran, dass wenn du Creative Commons Material verwenden willst, also sprich, wenn ich mal irgendwo ein Bildchen einblende und da steht dann irgendwas mit CC, sonst was Lizenz drunter, das ist eigentlich fast meistens der Fall, dann manchmal auch nicht, dann ist es tatsächlich ein Zitat. Oder ich habe es vorher mir genehmigen lassen von dem Rechteinhaber. Jedenfalls... Wenn CC drunter steht, dann ist es halt unter Creative Commons Lizenz. Und das Problem ist, wenn du Creative Commons Material verwenden willst, dann musst du das Resultat, das aus der Verwendung hervorgeht, auch wieder unter Creative Commons Lizenz veröffentlichen. Und damit kann ich eben nicht die Standard YouTube Lizenz verwenden, die fast alle Leute für ihre YouTube Videos verwenden. Und damit ist bei mir meinen Videos Wiederverwendung grundsätzlich erlaubt. Geht mir das auf den Keks, wenn andere Leute die bei sich hochladen und sie da teilweise mehr Aufrufe haben als bei mir selbst? Yep. Kann ich daran was ändern? Nö. Also die Vorteile überwiegen die Nachteile meiner Meinung nach. Deswegen. Aber ich wollte das nur mal kurz erzählen. Ihr wisst ja, ist nicht wichtig, aber ich quatsche eh aus dem Nähkästchen. So, und dann gibt es jetzt eben den neuen Monetarisierungstab und auf den drücken wir jetzt mal drauf und dann haben wir folgende Möglichkeiten. Nur mal so, um das gesagt zu haben. Die Videowerbung, das ist dieses eine Ding, was es jetzt auch tatsächlich gibt. Details folgen. Merchandising, hier steht, du kannst offizielle Merchandise-Artikel wie T-Shirts, Kapuzenpullis oder Smartphone-Hüllen entwerfen und diese unter deinen Videos vermarkten. Nee, ich hatte mal einen April-Scherz mit dem Mann im Waldshirt, wo fett mein Gesicht drauf war. Dazu eine Kiste voll Dreck, vielleicht erinnert sich jemand, und eine Flasche klares Wasser aus dem Schwarzwald. Niemals komme ich auf die Idee, auch wenn ein paar gesagt haben, sie würden sowas kaufen. Und das ist ja auch lieb. Ja? Das ist wirklich völlig in Ordnung. Ein Exemplar haben wir mal verschenkt an einen Kumpel. Aber das halte ich... Ich weiß, es gibt Leute, die mögen das. Und das ist ja auch in Ordnung, das dürft ihr ja auch gerne mögen. Aber ich persönlich halte das für so einen Schwachsinn. Entschuldigung. Ja? Was soll denn der Käse? Du brauchst doch keine Mann-im-Wald-Tasse. Guck meine Videos, wenn du mein Zeug gut findest. Aber eine Tasse von mir brauchst du doch nicht. Was sollst du damit? schon ein T-Shirt erst recht nicht. Gut, dann gibt es die Kanalmitgliedschaft. Das hat man vielleicht schon mal gesehen. Da kann man irgendwo auf Mitglied werden drücken. Bei größeren Kanälen. Scheinbar kann ich das auch schon beantragen. Ich dachte, das geht erst ab was weiß ich wie vielen Abonnenten. Sieht aber so aus, als könnte ich das theoretisch tun. Will ich nicht. Ja, die Sache ist die, da habe ich mich wirklich mal schlau gemacht.
Patreon nimmt so irgendwas zwischen 13% und 15% deiner Einnahmen und behält die. Da sind dabei Kontoführungsgebühren, also Überweisungsgebühren für die Kohle, die du kriegst. Da ist dabei die 5%, die sie einfach tatsächlich als Gewinn behalten, beziehungsweise als Umsatz, womit sie dann halt eben ihre Seite betreiben. Ist ja klar, dass die das wollen. Und das finde ich auch absolut fair. Da ist dabei irgendwelche Umrechnungsgeschichten, weil es halt eben von Amiland dann doch irgendwo stammt und das Ganze ursprünglich mal Dollar sind. Und ich krieg's gerade nicht mehr ganz auswendig zusammen, was da noch alles dabei ist. In meinem Fall sind es konkret im Regelfall ca. 11-12%, was die nehmen. YouTube nimmt 30%, glaube ich. Na, hab das, glaube ich, irgendwo gelesen. Moment, klicken wir nochmal drauf. Ja, jetzt ist das Internet langsam. Ja, du erhältst 70% des Nettoumsatzes, das heißt 30% behält YouTube. Das heißt, ich würde da 19% weniger von dem, was ihr ausgebt, bekommen als über Patreon. Patreon ist damit also einfach die viel bessere Alternative. Ende. Ja, für beide von uns. Ne? Dann kommt von eurer Kohle mehr bei mir an. Und entsprechend, das ist doch gut, denke ich. So. zurück. Wo geht's hier weiter? Genau. Dann gibt es noch hier die sogenannten Supers, also Supers geschrieben. Fans können auf deinem Kanal Produkte wie zum Beispiel Super Chats und Super Sticker kaufen, um mit dir während Livestreams, Premieren und hochgeladenen Videos zu interagieren. Jetzt fragt mich bitte nicht, was das jetzt im Detail sein soll, das weiß ich auch nicht so genau. Ich weiß, wenn ich mal hin und wieder einen Livestream gucke, dass da dann plötzlich irgendjemand Geld fallen lässt, was derjenige, der den Livestream macht, dann wohl auch gerne mal aufhebt. Kein Schimmer. Ich wollte schon auch mal irgendwann mal einen Livestream machen, aber ob ich dann irgendwelche Supers dafür brauche, glaube ich eher weniger. Ne? Ach, was, mir reicht das mit dem bisschen. Und da stehe ich jetzt das, was ich euch auch einblende. Dann müsst ihr auch nicht die ganze Zeit meine mit Lichtflecken gesprenkelte Oberfläche betrachten. Und ja, 13,95 Euro. Da geht es jetzt wirklich nur um dieses eine Testvideo, in Anführungszeichen. Das erste Video, das ich da überhaupt monetarisiert habe. Und man kann hier dann auch eben entsprechend sehen, dass das so pro Tag zwischen 5,99 Euro und einem Euro und einem Cent, nämlich eben am Samstag, 22. August, nochmal einen Euro und einen Cent verdient hat. Und insgesamt kommen wir auf 13,95 Euro und das ergibt einen wiedergabebasierter CPM von 4,13 Euro. So, und was sagt uns das jetzt? Naja, das sagt uns, dass wir mit 4,13 Euro tatsächlich das Vierfache von dem haben, was ich vermutet habe, was ich für einen CPM bekomme. Der CPM, das sind Geld pro 1000 Klicks. Was CPM genau bedeutet, ausgeschrieben, das weiß ich jetzt nicht, aber trotzdem ist das letztendlich das, was man für 1000 Klicks durchschnittlich kriegt und das wären dann 4,13 Euro. Ah, so, und ich habe gerechnet mit einem Euro und meine Schätzung, dass ich vielleicht 200 Euro mit der Monetarisierung, also mit den YouTube-Einnahmen verdienen würde, basiert eben auf diesem einen Euro. Und jetzt ist es das Vierfache, so und jetzt nicht nach Adam Riese, theoretisch, aber das wird bestimmt nicht passieren, das kann ich mir nicht vorstellen. Da geht das ist, auf die Dauer klappt das wahrscheinlich auch nicht, weil ihr jetzt wahrscheinlich am Testvideo mehr Werbung geguckt habt, als ihr das später tun werdet. Das ist ja auch in Ordnung, völlig, absolut kein Thema. Aber nach Adam Riese wären es dann ja 800 Euro ungefähr im Monat. Ja, wenn das stimmt, dann bin ich reich und dann holt sich die Krankenkasse entsprechend ihren Anteil und der liebe Vater Staat auch, aber reich bin ich trotzdem. Das wird aber nicht passieren. Ich schätze mal, dass es dann vielleicht so 400 sind. Das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen vorsichtige Schätzung, vielleicht sind es auch 500. Aber mehr kann ich mir nicht vorstellen. Ne? So,
Im Detail kann man noch, wenn man bei den Videos selber da jeweils, also das war jetzt eben die Kanalmonetarisierungsgeschichte, wenn man beim Video selber, das man monetarisiert hat, auf Monetarisierung klickt und dann auf Analytics und dann auf Umsatz, dann kriegt man interessanterweise auch noch die folgende Einblendung, die ich euch auch gleich mal hier eben entsprechend einblenden werde. Und da erfahren wir dann wieder die 13,95 Euro, also bisher alles, wie gesagt, aus diesem Video. Da haben wir ein RPM, ich glaube, das ist in irgendeiner Form pro Zeit Geld, kein Schimmer. Dann haben wir einen wiedergabebasierten CPM, das ist mehr oder weniger derselbe, den wir schon kennen. Und wir wissen, dass die Einnahmen angestiegen sind und dann irgendwann ist das Video nicht mehr so interessant gewesen. Das ist aber auch übrigens normal und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist ja auch auf einen aktuellen Bezug, dass das dann irgendwann viele Tage später keiner mehr gucken möchte, das kann ich nachvollziehen. Ja, völlig in Ordnung. Und ja, dann geht es halt eben entsprechend wieder runter. Jetzt sehen wir aber auch noch links unten tendenziell Umsatzquellen. Und da können wir entnehmen, dass der Werbeumsatz durch diejenigen von euch, die brav Werbung geguckt haben, brav, 11,01 Euro beträgt. Und wir sehen aber auch, und das finde ich faszinierend, das hätte ich niemals gedacht, dass das so viel ausmacht, dass die YouTube Premium Zuschauer durchs Gucken von dem Video 2,94 Euro mir eingebracht haben. Und das Schöne ist ja jetzt, YouTube Premium, wer das nicht kennt, und ich habe mich auch da mal extra schlau gemacht, wie das funktioniert, weil ich selber überrascht war. Hui. Das ist so, dass man einen bestimmten Betrag, ich glaube es sind 12 Euro im Monat, zahlt und dann kann man YouTube werbefrei gucken. Ja, egal was man anguckt, es ist werbefrei. Und je nachdem, wie viel anteilig man welchen Kanal geguckt hat, beziehungsweise sofern es da monetarisierte Videos gibt, wenn die nicht monetarisiert sind, dann kriegt derjenige auch nichts, wie viel man von welchem Kanal geguckt hat, so zeitanteilig und so weiter und so fort, kriegt dann derjenige Kanalinhaber dann halt einen Teil dieser 12 Euro. Wie viel das genau ist, weiß ich nicht, aber es ist halt eben so ein bisschen anteilig. Und dass ich offensichtlich so viele Zuschauer habe, die YouTube Premium haben, ihr habt es mir teilweise auch in die Kommentare geschrieben, das war auch hochgradig interessant, vielen Dank, dass da gleich 3 Euro bei rumkommen, also nicht ganz, 2,94 Euro, das ist schon eine Hausnummer, ne? Vielen herzlichen Dank, ne? Das ist natürlich auch eine Lösung, die ich möchte da jetzt keine Werbung für machen, aber das finde ich schon, ist eine sehr schöne Lösung, weil ihr müsst euch keine Werbung angucken und ich krieg trotzdem ein bisschen Geld fürs Video machen und ja, aber dafür müsst ihr natürlich insgesamt relativ viel Geld abdrücken. Das heißt, ihr müsst noch viele andere Kanäle gucken, die auch gute Videos machen, die ihr ebenfalls auf diesem Wege unterstützen wollt. Wenn das dann für euch, ne, und wenn das dann funktioniert und man damit glücklich ist, dann halte ich das für eine gute Sache. So, mehr sage ich ja gar nichts. Weil jetzt sehen wir noch den Anzeigentyp. Da können wir jetzt sehen, dass überspringbare Videoanzeigen, was auch immer Auktion bedeuten soll, aber überspringbare Videoanzeigen machen 79,9% der Werbung, die unter dem Video lief, die vor dem Video lief oder nach dem Video lief und so weiter und so fort aus. Dann gab es Bumper-Anzeigen, das sind diese kleinen Fensterchen, die während des Videos plötzlich auftauchen und die man dann mit einem Klick aufs X wegklicken muss. Ich habe die hier jetzt mal absichtlich, da kam eine Mail, müssen wir noch stumm schalten, ich habe die hier absichtlich jetzt mal reingemacht. Ich glaube, ich lasse die in Zukunft weg, auch wenn ich dann ein kleines bisschen weniger guten CPM bekomme, aber die machen ja eh nur 9,1% der Gesamtgeschichte da irgendwie aus und ich glaube, das sind sie nicht wert, dafür sind die dann auch schon wieder zu nervig. Display-Anzeigen, die 6% da, das sind die Dinger, die oben rechts zu sehen sind. Na, wenn ihr jetzt oben rechts guckt, dann findet ihr da eine Werbung für was auch immer, das hängt ja davon ab, was bei euch, für was ihr euch interessiert, das ist ja immer personalisierte Werbung, mehr oder weniger personalisiert. Das sind eben diese Display-Anzeigen.
keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet, dass die nur 6% bekommen haben. Ich meine, ich sehe die immer, aber egal. Und die nicht überspringbaren Videoanzeigen, heißt, das sind die Videos, bei denen man tatsächlich nicht nach 5 oder 6 Sekunden auf Überspringen klicken kann, die machen 5,1% aus. Jetzt, Adle, ich zeige euch da mal noch was. Wenn ich nämlich hier jetzt auf Monetarisierung schon wieder klicke und, na, Internet gerade lahm. Peinlich. Dann kann ich hier auswählen, ich mache da kurz einen Screenshot, dann sieht man das auch schön. Bup. Ah, okay, da gab es tatsächlich keine Werbung nach dem Video, weil ich zu blöd war, das anzuklicken. Ah, jetzt wissen wir, warum es keine Werbung nach dem Video gab. Ich war zu doof. Ah, das seht ihr, Erkenntnis vor laufender Kamera. Gut. Ja, aber jedenfalls, was ich auswählen kann, ist eben Display-Anzeigen, beziehungsweise die kann ich nicht auswählen, weil die gibt es immer, das ist das Minimum. Wenn das Video monetarisiert ist, dann gibt es mindestens eben diese Display-Anzeigen, dann eben diese Overlay-Anzeigen, das sind die mitten im Video, gesponserte Infokarten, die habt ihr hier mal angeklickt, aber ich besitze keine gesponserten Infokarten, deswegen habt ihr auch garantiert keine gesehen. Überspringbare Videoanzeige ist klar, nicht überspringbare Videoanzeige ist, denke ich, auch klar. Und eigentlich jetzt da unten das eben mit der Position von Videoanzeigen vor dem Video, die sogenannte Pre-Roll, dann nach dem Video die sogenannte Post-Roll, die ich halt zu doof war anzuklicken und mich gewundert habe, dass keiner Video-Werbung nach dem Video bekommt. Und während des Videos, und davon werde ich mich hüten, jemals Gebrauch zu machen, ich persönlich, und da könnt ihr euch wirklich drauf verlassen, ich persönlich finde das selber so nervig, und das will ich niemandem antun und möchte es auch gerne eben selber nicht erleben, dass man aus dem Video gerissen wird von so einer doofen Werbung dazwischen, da kann ich gleich genauso gut RTL oder Sat.1 oder was, wie die alle heißen, entsprechend gucken. Ja? Also, dann wisst ihr jetzt auch, was für Optionen ich da habe. Dass dann teilweise vor dem Video zwei Werbungen laufen, das ist nicht meine Entscheidung, das kann ich auch nicht beeinflussen. Ich kann auch nicht beeinflussen, ob ein oder zwei Werbungen nach dem Video laufen, das kann ich wirklich nirgends anklicken. Das ist die Entscheidung von YouTube. Es kann auch mal sein, auch das hängt mit YouTube selbst zusammen und da kann ich nichts dafür, dass wirklich mal gar keine Werbung läuft. Das hängt halt einfach davon ab, was ihr bisher geguckt habt, was ihr davor geschaut habt und was ihr danach noch schauen werdet. Ich weiß es nicht, vielleicht guckt der Algorithmus auch in die Zukunft, zuzutrauen wäre es ihm. Und der Inhalt der Werbung und ob die nun überspringbar ist oder nicht, das ist auch die Entscheidung von YouTube. Ich lasse beides zu. Ich persönlich... Ja, ich weiß, ein paar von euch hatten auch geschrieben dann in die Kommentare, als wir eben die Umfrage gemacht haben, dass ihr die nicht überspringbare Videoanzeige nicht so schön findet und die, die man überspringen kann, ist euch am liebsten. Dann überspringt ihr die und dann ist das Problem auch schon wieder erledigt. Da muss ich jetzt halt auch wieder dazu sagen, das macht für mich nicht so viel Sinn, wenn ich nur überspringbares Zeug zulasse und dann wird ständig übersprungen, weil, das hatte auch jemand gefragt, wenn man eine überspringbare Anzeige tatsächlich so schnell wie möglich überspringt, dann kriegt der entsprechende Creator Gerüchten zufolge nix. Ja, nicht nur wenig, sondern nix. Und... Ja, wenn ich also jetzt schon den ganzen Werbekrempel da reinhaue, dann möchte ich davon auch dann wirklich wenigstens ein bisschen was haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den einen oder anderen habe, der freiwillig sich dann so einen, was weiß ich, wie langen Werbeblock, der theoretisch überspringbar gewesen wäre, anguckt und weil er sich noch einen Kaffee holen geht oder nach dem Video eingeschlafen ist und von der Werbung nicht aufwacht. Ja, und das ist ja auch natürlich super schön. Aber ich möchte halt gerne, und das ist ja, wir haben ja die prozentuelle Verteilung gesehen, ein kleiner Anteil, das heißt ein gewisses Risiko, dass mal ein nicht überspringbares Videoanzeigchen kommt. Die sind dann aber meistens ja auch eben nicht so leicht, nicht so lang. Ich denke, das ist, also ich persönlich finde das nicht störend und ich gehe jetzt einfach, ich schließe jetzt von mir auf andere und möchte euch das auch antun. Ja.
Und dann habt ihr jetzt die wunderbare Gelegenheit, die werdet ihr natürlich auch später noch haben, euch darüber ganz, ganz furchtbar aufzuregen und zu beschweren, dass das ja mal gar nicht geht, dass ich auch nicht überspringbare Videoanzeigen da drin habe und die Fraktion mit dem Adblocker, die wird sowieso nicht interessieren, die YouTube Premium-Leute wird es auch nicht interessieren, aber an denen verdiene ich ja prozentual gesehen wahrscheinlich sowieso mehr als an denjenigen, die die Werbung dann eben entsprechend gucken, sagen mal, wie es ist, das ist so, dementsprechend habe ich da auch nichts dagegen. Wenn jemand YouTube Premium haben möchte, dann tut es ihm auch nicht weh, wenn ich Werbung schalte. Und mir hingegen bringt es eine Currywurst. Ja? Aktuell reden wir ja von der Größenordnung einer Currywurst. So, und wer jetzt übrigens sich wundert, hä, warum behauptest du, du wärst jetzt reich, wenn du doch gerade mal 13 Euro irgendwas verdient hast? Ja, das ist ja ein Video, ich habe 900. Aber das Dumme ist, sonst wäre ich wirklich reich. Ich kann natürlich nicht rückwirkend sämtliche Klicks, die ich jemals hatte, das sind ja fast 10 Millionen, kann ich jetzt nicht rückwirkend plötzlich monetarisiert machen, weil die Werbung hat ja keiner gesehen, die gab es ja damals nicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich an künftigen Klicks, die dann noch kommen werden, wenn ich erstmal fast alle Videos, Dankeschön-Videos zum Beispiel nicht, das wäre ja gemein, monetarisiert habe. Ja, dann habe ich halt eben sämtliche monatlichen Klicks und das sind so circa 200.000 aktuell. Vielleicht sind es dann auch noch mal nur 150.000 oder sowas, das weiß ich nicht, das wird man dann sehen müssen. Aber die habe ich dann alle monetarisiert. So, jetzt haben wir gesagt, durchschnittlich 3 Euro pro 1000 Klicks, das steht da zumindest noch so. Mag sein, dass das 4 Euro waren es, ja 4. Mag sein, dass das dann irgendwann mal 3 sind, mag sein, dass das vielleicht auch mal 2 sind. Aber wenn ich 150.000 Klicks habe und ich kriege 2 Euro pro 1000 Klicks, dann sind das 300 Euro. Wenn ich 150.000 Klicks habe und ich kriege 4 Euro, dann sind das halt eben in Gottes Namen dann tatsächlich schon 600 Euro. Ja? Und wenn es mal ein Monat ist, wo ich mehr als 300.000 Klicks oder 200.000 Klicks habe oder was auch immer, dann ist entsprechend mehr. Also da ist schon Potenzial dahinter. So, Schnitt. Aus dem Schnitt noch eine kurze Anmerkung. Wenn man so und so viele 1000 Aufrufe hat, ja, die dann einfach mit dem CPM, also diesen Geld pro 1000 Klicks zu multiplizieren, das ist zwar eine Möglichkeit für eine ganz grobe Schätzung, die Realität dürfte aber da deutlich drunter liegen, weil ja von den meinetwegen 150.000 Aufrufen, die ich jetzt habe im Monat ungefähr, sind ja nicht alle solche, bei denen überhaupt Werbung läuft. Ja? Da sind ja dann natürlich auch noch die Leute mit dem Adblocker dabei und von denen verdiene ich ja nichts. Und deswegen liegt der tatsächliche Wert wahrscheinlich da so irgendwie bei 70% der Aufrufe, die tatsächlich generiert wurden, die überhaupt monetarisierbar sind. Also irgendwie so um den Dreh. Ja, und das muss man jetzt entsprechend dann noch abziehen. Das habe ich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gewusst und deswegen ergänze ich das jetzt hier noch schnell eben aus dem Schnitt. Also ist es halt eben 30% weniger als die Zahlen, die ich gerade genannt habe. So, jetzt folgendes. Rechtliches. Ja, wie nämlich auch bei der Geschichte mit den vielen, vielen, vielen Kommentaren, also beim Video, wo ich gefragt hatte, ne? Da haben auch viele von euch eben netterweise darauf hingewiesen, dass ich hoffentlich daran gedacht habe, dass diese enormen Summen, die da zusammenkommen, natürlich alle steuerpflichtig sind. Gegebenenfalls sogar umsatzsteuerpflichtig und so weiter und so fort. Und haben mir da noch ganz viel zugeschrieben, eben auch erklärt. Und dafür möchte ich mich nochmal ganz separat, ganz intensiv und ausdrücklich bedanken. Oh, ich habe keine Lichtflecken, wenn ich hier hinten in der Ecke bin. Ich bin hier hinten in der Ecke. Und das ist super toll, dass ihr da dran denkt und dass ihr mir das sagt, weil, wenn ich es nicht gewusst hätte, ich wusste es, aber wenn ich es nicht gewusst hätte, dann wäre das natürlich wirklich katastrophal gewesen, dass man dann denkt, das kann man jetzt alles behalten und muss dann nur irgendwie Steuern zahlen und so weiter und so fort. Ich bin eh schon ein Gewerbe, ja, bin also entsprechend angemeldet, beziehungsweise genau genommen bin ich freiberuflich, aber zumindest noch. Je nachdem, ob das Finanzamt das bald immer noch so sieht, werden wir sehen. Aber noch bin ich es jedenfalls. Und
Klar, die wissen Bescheid, ja, und ich habe auch vor, all diese entsprechenden Einnahmen selbstverständlich auch dem Finanzamt mitzuteilen, und ich zahle dann selbstverständlich auch entsprechend Steuern und gegebenenfalls ein bisschen mehr Krankenkasse, sollte das dann jetzt eben über die nächste Beitragsbemessungsgrenze oder wie auch immer das Ding heißt, keine Ahnung, entsprechend drüber gehen, ja. Also nur, dass das klar ist, dass jetzt niemand denkt, ich streiche jetzt diese ganze Summe da komplett ein, nein, das werde ich selbstverständlich ordentlich versteuern. Ja, das war es eigentlich schon zum rechtlichen Hintergrund. Vielleicht für diejenigen, die noch ein bisschen moralische Bedenken mit der ganzen YouTube-Money-Geschichte und so weiter und so fort haben, ein guter Tipp und ein interessanter Aspekt, den auch noch mal jemand in die Kommentare geschrieben hatte, war, da Google ja bekanntlich nirgendwo Steuern zahlt, ja, ich aber schon, kann es ja nicht schaden, wenn ich einen Teil der Einnahmen von Google abzwacke und die dann schön versteuere. Ja? Und davon haben wir dann wirklich alle ein bisschen was, wenn entsprechend Steuereinnahmen reinkommen. Ist vielleicht, wenn man das Ganze dann wirklich gesamtgesellschaftlich sehen möchte, nach Zeiten Corona oder während Zeiten Corona vielmehr, ist das vielleicht auch gar keine so schlechte Sache, wenn auch der Ben mal ein bisschen Steuern zahlt. Ich habe nämlich in meinem Leben, ehrlich gesagt, noch gar nicht so viele Steuern gezahlt. Ich war noch nicht reich genug. Ah, das wird sich ja jetzt ändern. Ja. Da seht ihr, ja, Geld macht wahnsinnig. So. Ja, mir fällt nichts mehr ein, glaube ich. Ich habe auch nichts mehr auf dem Zettel. Ich habe noch einen anderen Zettel geschrieben. Steht da noch was drauf? Die Sache mit dem Urheberrecht, ach, stimmt tatsächlich, ja. Die Sache ist ja die, wenn ich bisher jetzt eine Urheberrechtsverletzung begangen hätte, was ich natürlich nicht habe, hoffe ich zumindest, bisher hat sich keiner beklagt, dann wäre das relativ billig gewesen, weil es wäre keine gewerbliche Urheberrechtsverletzung. Wenn man hingegen, ja gut, ich bin halt schon, vielleicht wäre es auch das trotzdem gewesen, ich weiß es nicht, ich bin ja kein Gericht. Ja, streng genommen war das ja auch ein Teil meiner gewerblichen Tätigkeit, die YouTube-Videos, auch wenn die mir jetzt nicht direkt Geld in die Kasse gespült haben. Trotzdem ein Teil meiner gewerblichen Tätigkeit. Das hätte man bestimmt als Richter so sehen können, wenn man das gewollt hätte. Tatsache ist jedenfalls, dass eine Urheberrechtsverletzung, die man während seines Gewerbes, also im gewerblichen Stil mit der Absicht einer Gewinnerzielung durchführt, die wird krasser geahndet als eine Urheberrechtsverletzung, die man ohne eine Gewinnerzielungsabsicht entsprechend durchführt. Ja? Das heißt, ich muss jetzt noch besser aufpassen, dass ich auch ja nicht mit dem lieben Urheberrecht entsprechend in Konflikt komme. Dazu muss ich nochmal ganz kurz erwähnen, ich bin ein großer Fan vom Urheberrecht. Ich nutze es ja für mich selbst auch. Ich halte das für extrem wichtig und sinnvoll, dass Werke, die man eben erschaffen hat, nicht von irgendjemand beliebigen anderen geklaut und genutzt werden können. Und darum ist es mir umso wichtiger, eben mich selber auch an das Urheberrecht wo irgendwie möglich zu halten. Ich habe da diesbezüglich, also nicht einfach nachmachen, wie es ich mache, weil ich habe da die luxuriöse Situation, dass ich das Zitatrecht recht gut nutzen kann. Das Zitatrecht ist schon was, was sehr umstritten ist, was enge Grenzen kennt, insbesondere im Fall von Bildzitaten. Bildzitate beispielsweise sind eigentlich nur unter einer ganz bestimmten Bedingung wirklich zulässig und ansonsten kann man es gleich vergessen. Da muss man sich halt irgendein Bild kaufen oder eins suchen, das halt eben auf seine Urheberrechte verzichtet. Wissenschaft. Und das Schöne ist, auch Populärwissenschaft. Heißt, wenn ich einen wissenschaftlichen Zusammenhang im Rahmen eines YouTube-Videos erkläre, dann kann ich ziemlich sicher sein, natürlich müsste man da auch, wenn ich verklagt werde, müsste das halt irgendein Richter entscheiden. Ja, also theoretisch wäre das denkbar, dass das irgendwann mal passiert. Aber ich bin sehr, sehr davon überzeugt, dass aufgrund erstens mal der Länge, zweitens der Detailliertheit und auch der tatsächlich wissenschaftlichen Korrektheit und der Tatsache, dass ich einer bin, von zumindest der Ausbildung nach, auch wenn ich nicht als solcher gerade arbeite, dass eben entsprechend meine Videos als wissenschaftliches Werk anzusehen sind, mindestens populärwissenschaftlich, das zählt aber genauso. Und damit gilt für mich eben die Möglichkeit, dass ich auch wissenschaftliches Zitatrecht entsprechend verwenden darf und dann bin ich fein raus.
Das heißt, ich kann mir also wirklich mal aus einer wissenschaftlichen Publikation eine Tabelle, eine Grafik, ein Diagramm, ein was auch immer rausklauen. Muss natürlich brav sagen, wo ich das her habe. Das dann entsprechend in meinem Video verwenden. Und das fällt tatsächlich unter das Zitatrecht. Ja, also als Wissenschaftsbetreibender hat man da eben diese Sondersituation, dass man das machen kann. Alle anderen können das nicht. Ja? Also wenn ihr Musik macht, wenn ihr Unterhaltungsprogramm macht, wenn ihr sonst irgendwas macht, ohne einen gewissen wissenschaftlichen Bezug, klappt das nicht. Und das wäre vielleicht nochmal ganz interessant, dass man das nochmal gesagt hat. Also das war auch simpel erklärt, das Ganze ist schon nicht ganz so einfach. Ja? Wer sich dazu noch äußern möchte, darf das selbstverständlich gerne tun. Wer da Fragen hat, darf fragen, aber ich bin natürlich kein Experte. Ja, also, das war jetzt alles, was ich euch bisher offenlegen konnte an Zahlen. Mehr habe ich schlicht und ergreifend noch nicht. Stand ja aktuell, während ich dieses Video aufnehme. Und ist natürlich wie immer ein bisschen länger. Dann vielleicht noch kurz, wie geht es jetzt weiter? Ja, es wird jetzt auf allen folgenden Videos, solange es keine Dankeschön-Videos sind oder es sonstige Gründe gibt, weshalb ich mal was nicht monetarisieren möchte, weil es zum Beispiel irgendwelche politischen Botschaften enthält, das kann auch mal passieren, oder weil es einfach dem Thema unangemessen wäre, zum Beispiel mein Nähberg-Nachruf, dem werde ich einen Scheiß tun zu monetarisieren, selbstverständlich nicht. Das wäre ja grauenvoll, wenn man sowas macht, ne? Ich versuche nicht grauenvoll zu sein. Ich bin jetzt weniger gut, das bin ich jetzt bestimmt. Und mein Heiligenschein, hier Paracord-Heiligenschein, scheint jetzt mit Sicherheit weniger hell. Aber grauenvoll, ich versuche das dazu nicht kommen zu lassen. So, und dann möchte ich schließen mit einem schönen Zitat aus einer hervorragenden Mail, die ich bekommen habe. Ich konnte sie leider auch nicht persönlich beantworten, aber sie war großartig. Bitte, nimm das als Antwort entgegen, dass ich das jetzt hier nochmal erwähne, wenn es dann klappt. Und zwar, sollte ich aufgrund meines neu entdeckten Reichtums demnächst livestreamen aus dem Mahagoni gefliesten Privatjet und über die Vernichtung des Urwalds referieren und dabei irgendwie mir mit dem 100-Dollar-Schein die kubanische Zigarre anzünden, sowas in diese Richtung, ja, dann seid ihr hoffentlich so gut und weist mich darauf hin, lasse ab von solchem Tun. Das wäre also auf jeden Fall sehr, 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 sehr hilfreich. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie viel crazy YouTube-Money-Shit bei dem ganzen Unterfangen hier rauskommt. Meine Güte. Darfst du Shit noch sagen? Ach nein, ich darf jetzt nicht mehr Shit sagen, dann wird das Video demonetarisiert. Ich habe extra nachgelesen. Leichte verbale Entgleisung, und da gehört Scheiße wohl noch dazu, darf man in einem gewissen Umfang noch sagen, ohne dass das Video gleich demonetarisiert wird. Das böse F-Wort, das verwende ich sowieso nie, das verwende ich auch nicht im Alltag, das hat sich einfach nicht durchgesetzt in meinem Sprachgebrauch. Das dürfte man zum Beispiel gar nicht verwenden. Da reicht einmal das böse F-Wort und dann ist das Video vermutlich auch demonetarisiert. Ja, das war es jetzt aber wirklich. Ich bedanke mich wieder herzlich fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht es dann wieder irgendwie in irgendeiner Form in oder um den Wald. Macht's gut und ja, herzlichen Dank schon mal im Voraus für all die bescheuerten Werbeclips, die ihr jetzt ertragen müsst. Macht's gut.